Ach ja, da habe ich meine Zweifel. Wenn du sie siehst, richte ihr aus, dass ich sie im Laden brauche. Und zwar sofort, sonst gibt's Ärger. Mach ich, Frau Keller. Komm endlich runter. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Hier ist meine Antwort. Das war wohl nichts. Karl! Ein Geist! Hey, wartet auf mich! Hilfe! Heidi! Theresa! Endlich! Das wurde ja auch Zeit. Theresa, deine Mutter sucht schon draußen nach dir. Beeilt euch! Stellt die Leiter wieder auf! Frieden? Einverstanden. Gut, jetzt eine nach der anderen. Dankeschön. Wo wart ihr denn so lange? Das ist der Geist. Mutter? Frau Keller, Theresa wollte nicht zu spät kommen. Sie konnte nur nicht... Gehen wir auch nach Hause, Karl. Theresa, tut mir leid. Wenn ihre Mutter auch noch erfährt, was heute in der Schule passiert ist, dann... Aber sie ist selbst schuld daran. Wir sollten uns beeilen. Großvater wird sich schon Sorgen machen. Wo seid ihr beiden gewesen? Es tut mir leid, Großvater. Beim Schlittenfahren haben wir die Zeit vergessen und dann waren wir plötzlich im Gutshaus. Im Gutshaus? Ja, also Karl und die anderen haben uns verfolgt und wir mussten uns irgendwo verstecken. Aber Ende gut, alles gut, oder? Mhm. Gehen wir, es ist schon spät. Großvater, das Bild von dir im Gutshaus gefällt mir. Oh, das bin ich aber nicht. Das ist mein Vater. Er hat das Haus gebaut. Ach ja? Und wer ist denn Anna?